blood. Free since the flood, they can see in the dark. Vampire. Hey und hallo zu Sims hier, zu Teenie Sims Vampirnacht und ja, ich hab sie mal hier rumgeschickt, irgendwie den Leuten irgendwie ein Essen zu empfehlen und wir haben ganz vergessen in den Einstellungen uns zu kümmern, dass wir auch eine Gewinnspanne haben, eine 125%. Das wird nicht viel sein, dann werden wir nichts bekommen und eine Werbung würde ich auch machen. Und da bin ich mit dem Goldpaket bisher ganz gut gefahren. Zutatenqualität lassen wir mal so. Alles andere lassen wir dann auch so. Gut, wollen wir mal sehen, was irgendwie bei rauskommt. Sie empfiehlt natürlich nur wertvolle, teure Gerichte. Und ja, ich würde aber sagen, dadurch, dass wir so viel Zeit verplempert haben, dass Tini überhaupt aufs Grund kommt, beziehungsweise das Restaurant öffnen kann, ist es schon spät geworden. 24 Uhr fast. Ja, und die hatte mächtig Hunger, muss ich mal sagen. Sie hat richtig Durst. Das Personal wird nicht gefressen, darüber sind wir uns einig, aber unsere Gäste. Wir versuchen es einfach mal. Die hat noch kein irgendwie ein Essen, aber da freue ich mich jetzt total drauf, dass sie die Gäste verspeisen darf. Wie sieht es denn unten aus? Ist hier jemand? Nö, sind nur das Personal. Die machen Essen und mal gucken, wer jetzt sowas bekommt. Ja, Tini, sei mal nicht so zimperlich mit deinen Gästen, dann fängst du mal an, den zu fressen hier. Gemein und mehr Auswahl, und mach mal mehr Auswahl. Gibt's hier Vampir? Nicht Halluzination. Los, Plasma trinken und zum Kleinen, der ist ausgiebig. Wie ist es eigentlich bei Kanalskandal? Okay, wo war sie jetzt? Da unten ist eigentlich nur ein Klo. In den Spiegel gucken braucht sie nicht, weil sie ist Vampir. Und Kanalskandal erzählt dem Plasmabaum was und... Okay, jetzt gibt dieser komische Fabio. Vor allem interessiert mich ja mal... Wie die so alle reagieren, ne? Kannst du die auch... Oh Gott, die kriegen zwar einen Schock, die hauen dich ab. Hier, Sunshine ist total... Völlig fasziniert. Perplex. Management, begrüße sie mal. So, dir hast du was empfohlen, was zu essen. Und du kannst sie trotzdem begrüßen. Geh mal alle begrüßen hier so ein bisschen. Bist du satt? Okay, naja. Das sind halt Verluste. So, Skandal. Was macht ihr? Telefon? Nein, ach so, sie telefoniert. Wie sieht's? Er geht zur Arbeit. Er ist schon weg. Oh Gott, dann müssen wir jetzt mit Tini hier weitermachen. Beziehungsweise mal gucken. Nicht zurück nach Hause. Ich wollte eigentlich mal gucken, was er fleißig arbeiten, Arbeit früher verlassen, Verbindung knüpfen. Ja, geh mal ein paar Verbindungen knüpfen und dann wollte ich irgendwie mal kicken, ob er noch irgendwas Wichtiges, haben wir noch was vergessen? Aber waren wir nur 75%, naja, okay. Ich weiß sowieso nicht, ob er den Job noch zu Ende machen soll und so, keine Ahnung, was sind wir denn jetzt, Level 9 oder so, nee, Level 6. Also ein bisschen muss er noch machen, Tini. Was ich jetzt auch nicht habe, wie sieht's bei ihm aus mit Durst? Na gut, es könnte auch bis morgen reichen und ein paar Plasmafrüchte kann man da trotzdem irgendwie da haben und irgendwie die Plasmabeutel haben sie beide noch im Kühlschrank. So, kann da als Schnittlauch auf der Arbeit getroffen. Aha, nicht schlecht. irgendwie müssen wir aufpassen hier mal. Oh, unser Restaurant macht plus. Hast du irgendwie noch Leute zu begrüßen? Guck mal, geh mal hier Leute begrüßen. Und dich ein bisschen einschleimen. So, satt sind wir ja.
bei ihr. Ich habe mir gar nicht alt gemerkt, wieso ist die rot? Gehen die mal trotzdem begrüßen? Und Kim ist auch rot. Nee, nicht Vampir. Nee, mit Vampir ist Schluss. Wir machen jetzt Restaurantmanagement. Begrüßen die Leute. Wobei, allzu lange dürfen wir auch nicht auflassen, denn ein paar Sachen will ich noch irgendwie erledigt haben. Die kann ich hier nicht. Es kommt überhaupt kein Vampir vorbei. Finde ich auch ein bisschen blöd. Und wenn ich das Restaurant alleine lasse, machen die nur Minus. Und was ich auch sehr blöd finde, warum steht sie und quatscht in eine andere Richtung? Sie unterhält sich mit den Gästen. Redet aber in eine andere Richtung. Und jetzt Spiel spielen. Die haben zwei auf dem Kopf. Wieso das? Die sind alle total rot. Wie sieht's aus? Vielleicht können wir Björn mal was spendieren oder so. Begrüß sie mal und ich wünsche der Service ja besser. Seid ihr doof? Ihr seid gerade gekommen. So, der Kellner läuft hier mit der Kellnerin. Sie läuft ja schon etwas geknickt, ne? Können wir hier was ernten? Nee. Profigärtner. Kann der Profigärtner was machen mit dem Plasmabaum? Was ist mit ihr? Lilly? Okay, gehen wir auch mal hin. Begrüßt ihr denn eigentlich beide oder begrüßt ihr nicht beide? Hier, Susi ist auch irgendwie auf roter Basis, also irgendwie. Okay, na gut. Naja, sie hat irgendwie Susi mal ausgetrunken und deswegen wahrscheinlich. Management und geh mal einen Tisch überprüfen. Aha, jetzt sind die schon zufriedener. Was ist denn hier hinten mit denen? Auch? Kriegt ihr Kinder Essen oder was? Was ist denn hier los? Ich wollte mal nachhören. Gibt's hier nichts? Die kochen und kochen, aber es steht nichts da. Da ist das fertig geworden. Sie hat es hingestellt und ist verschwunden. Oh Mann, ist das kaputt. Schon wieder. Guck mal. Die hat doch was. Kann ich die entlassen? Okay. Küche. Küche. Anissa war das, ne? Erstmal gucken, wer hier noch da ist. Nilesh, Gina, das sind wieder nur Alte, den haben wir gerade ausgetrunken. Also, Anissa, raus. Sie wäre allerdings die Fraktion gewesen. Sie hat am meisten Mixen gehabt. Okay, wie heißt sie? Omaina. Okay, ich möchte aber den Nilesh hier, der gefällt mir vom Aussehen her am besten und... Was ist denn jetzt? Ich will die jetzt feuern, weil die irgendwie verbuggt ist. So, machen wir jetzt. Renn mal schnell runter, dann müsst ihr gleich einen neuen entstellen. Das schafft die andere nicht alleine. Und die kann das auch nicht. Okay, also die ist raus, aber irgendwie kann die gar nichts dafür. Und die andere hat nämlich auch das hingestellt. Oh Mann, klingt irgendwie, als ob die irgendwie gestorben ist. So, jetzt stellen wir mal einen neuen ein. Gucken mal. Sebastian, richtig kochen kann hier auch keiner. Na gut. Also, den nehmen wir jetzt.
Watanabe? Supula. So. Kann ich hier auf dem Grundstück? Muss wohl. Gut, ich mach's mal weg. Und gibt's echt noch irgendwas anderes? Hier das Ding zum Kochen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn die... Ach so, sie kann das nicht rausgeben. Ist ja blöd. Das ist ja saublöd. Könnt ihr es durch die Wände sich irgendwie geben? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich probieren. Ob das irgendwie funktioniert. Ach so, das ist schon das. Ich habe keine Ahnung. Also ist mir auch ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich die entlassen. Pling plong. So, ich wollte natürlich jetzt hier euch nicht rumnerven, indem ich jetzt hier anfange rumzubauen. Mach mal das so. Und diese Leiste hier rauf und dann haben wir es schon erledigt und ich hoffe, dass es irgendwie... Ich probiere es mal das aus. So, nur weiß ich nicht, jetzt gucken wir mal, ob es hier oben auch Essen gibt. Wenn nicht, müssen wir nämlich zumachen und das irgendwie den anderen Tag nochmal ausprobieren. Ist ja auch nicht... nötig, den ganzen Tag hier rumzudoktern, ob hier irgendwas funktioniert oder nicht. Ich dachte, die sitzt hier drüben, die hier. Was machst du? Lieder singen. Ich wünschte, der Service wäre besser. Alle sind irgendwie knallrot. Na okay, geh mal noch was, mach mal irgendwas. Mach mal irgendwas. Aha, die kann jetzt zum Beispiel was zu essen nehmen. Wo ist denn die andere Köchin? Und der kann auch kochen. Allerdings müssen die Kellner hier draus was holen. Hallo? Hab ich nur einen Koch? Ananya? Ist hier auch noch in der Nähe? Ja, wo ist er denn? Ist die das? Irgendwas ist kaputt. Der Kühlschrank. Nee, nicht reparieren. Das muss dann höchstens Tini machen oder so. Mal gucken, wer ist das? Aisha, Kellnerin. Ach, sie repariert den Kühlschrank. Na gut. So, jetzt kocht er alleine und sie kocht hier gar nicht. Das ist ja blöd. Sie steht da und unterhält sich mit dem Waschbecken. Mit Freund reden. Na gut, dann mach da mal eins, dann gehst du jetzt den Kühlschrank reparieren und danach müssen wir mal zusehen. Jetzt haben wir immer noch Plus. Oder wir können ihn auch ersetzen. Kann man den nicht reparieren? Backen reparieren. Und irgendwie gefällt mir gar nicht, dass die nicht... Wo ist die Köchin? Total bescheuert. Also, das scheint nicht zu klappen.
Also weg damit. Ah, jetzt ist sie hier. Und weg damit heißt praktisch, steht wieder hin. Gut, also mit diesen Wänden, das war auch nicht richtig. Da krieg ich nur das Muster. Ah, ärgerlich. Bitte? Wieso findest du eine Wand nicht? Da liegt der Fehler, irgendwie kriegt er die Wand nicht dran. Hab ich doch eine viel bessere Idee. Dann machen wir nämlich so. So, und dann geht nämlich doch dieses Kochding. Ach so, krieg ich nicht hin. Na, ist doch blöd. Immer nur Schwierigkeiten. Irgendwie klappt gar nichts. Wo liegt das Problem? Dass er an dieser Stelle keine Wand bauen kann. Was ist denn da drüber? Grab. Das ist aber nicht der Fehler. Ist ja blöd. Vor allem da mitten in der Mitte. Okay, jetzt kann ich hier die ganze Wand versetzen oder so. Wir probieren das. Ja, gut, jetzt ist ungewollt eine Baufolge. Na gut, dann machen wir es so. Also er hat auf der ganzen Linie da irgendwie Probleme. Da sollen die da reinlatschen. Auch schon fertig. Ganz toll. Und hier steht das Ding auch. Gut, dann sollen die da durchrennen und so weiter und so fort und gucken wir mal schnell, ob jetzt die nächste Köchin, ob die da ist. Gut, halt klappt, also müsste das jetzt so funktionieren. Nur wo ist sie? So, und dann gucken wir, dass irgendwie Tini sich noch weiter... Ach, da rennt die, oder was ist die Kellnerin? Es ist um 7. So, Tini muss sowieso nach Hause und das Restaurant können wir jetzt gleich schließen. Vollzimmel, bla, irgendwie. Schließen. 102 Nettogewinn. Naja, nicht viel. Alle nach Hause gehen und Tini muss auch sofort nach Hause fliegen. Naja. Wo ist sie eigentlich? Und wieso fühlt sie sich unwohl? Baldig. Warum fliegt sie nicht? Hallo? Ach du liebe Scheiße, jetzt...
Jetzt mach mal Stopp und dann guck mal irgendwie, warum die jetzt überhaupt nicht. Sie bleibt einfach in der Sonne stehen. Als Fledermaus hier hinfliegen. Und das muss doch irgendwie gehen. Das ist ja furchtbar irgendwie, dass jetzt nicht irgendwie. So, plupp, hier oben ist die Rauchwolke weg. Und da ist sie wieder da. So, alles ist gut. Und jetzt muss ich mal gucken, irgendwie geht's Tini. Naja, es geht ihr Gott sei Dank noch nicht ganz so schlecht. Und kann das Kanal müssen. Ja, gut, der kommt, glaube ich, um 9 von der Arbeit. So, in dem Sinne haben wir heute nicht viel gemacht. Ab ins Bett, ab in den Sarg. In dem Sinne haben wir ja nicht viel gemacht. Wir haben uns rumgedoktert hier mit dem Küchen und mit den Wänden. Warum das um Himmels Willen immer nicht geht, keine Ahnung. Na gut, dann machen wir den Vampiren dann im nächsten Part weiter. Und dann müssen die irgendwas machen dafür, dass sie irgendwie Punkte bekommen. Kraftpunkte haben sie beide, glaube ich, keine. Kann das gerne auch nicht. Oh, ihr hat 4. Ja, Wahnsinn. Na siehst du, muss ich mich jetzt mal dran erinnern. Ich sag mal schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es gut. Tschüss.